Das ist der Gut reden kann jeder Podcast. Das ist echt langsam drauf. Ja, natürlich. Wir sind auch heute schon beim 8. Türchen. Gestern hattest du Geburtstag. Ich hoffe, Sie haben auch Ihre E-Mail abgeschickt. Ich habe tatsächlich einige E-Mails bekommen. Nee, aber wirklich vielen, vielen lieben Dank. Ich habe mich sehr gefreut über die Glückwünsche. Schön. Ja. Vielen Dank auch die Grüße an mich. Die sind angekommen. Ich bin Arne Waag übrigens. Genau. Das ist Isabel Garcia. Das ist dein Podcast, der Adventskalender. Und wir sind schon bei Türchen Nummer 8. Und die Frage ist hier, und das ist etwas Wichtiges, finde ich. Wir gehen ja mit dem Dezember auch in Richtung Jahresende. Und ich finde immer so, kurz vorm Weihnachtsurlaub möchte ich meinen Kollegen gerne immer noch mal so einen kleinen Ratschlag mitgeben. So, wie das, denn, ja, denn vor kurzem? Ich habe manchmal so eine oberlehrerhafte Nummer. Aber wieso gerade zur Weihnachtszeit? Weil das so ein Ende des Jahres ist, da haben dann nachher alle 2 Wochen frei. Und da möchte ich gerne noch mal meinen Kollegen so einen kleinen Ratschlag mitgeben über ihre Arbeitsweise gerne. Also im Prinzip so eine Art Kollegengespräch. Also ja, gar sozusagen. Gar nicht mal Mitarbeitergespräch, sondern Kollegengespräch. Genau. Und du meinst also, dann denken Sie praktisch 2 Wochen darüber nach und dann danach sind dann Sie hat sich das böse. Sofort geändert. Na klar. kannst du mir einen Ratschlag nennen, den du schon mal jemandem gegeben hast, ohne jetzt einen Namen zu nennen? Ich habe gerade eben meiner Kollegin gesagt, dass sie sich einfach vielleicht mal eine To-Do-Liste macht. Weil sie ist immer so sehr kurz vor Feierabend, wird sie ganz hektisch und fragt nochmal alles ab, ob sie das wirklich alles gemacht hat. Und dann sage ich immer, habe ich jetzt zu ihr gesagt, mein Tipp, mach dir doch mal so eine Liste. Eine Liste am Anfang des Tages, was du heute alles machen kannst. Und das ist so befreiend, wenn man hinter jedem immer so einen Haken machen kann. Und zum Feierabend, also man merkt ja so 2 Stunden vor Feierabend, oh, ich habe noch ein bisschen was zu tun, dann haue ich jetzt einen Schlag rein. Vielleicht kann ich auch Sachen auf den nächsten Tag schieben. Aber es ist so befreiend, wenn man zum Feierabend den letzten Haken gesetzt hat. Mhm. Und das fand ich so einen schönen Ratschlag. Aber ich glaube, ich bin so richtig angekommen, ist es bei ihr nicht. Diese To-Do-Liste hat sie immer noch nicht. Aber ich finde es so toll, also, dass ich jetzt wieder angefangen habe, eine To-Do-Liste zu machen. Aber wie bringe ich das an den Mann? Auf der To-Do-Liste Ratschläge geben. Genau. Wie bringe ich das an den Mann, an meine Kollegen mit den richtigen Worten? Gibt es da so? Es gibt sicherlich richtige und falsche Wörter, nur leider sind sie bei jedem Menschen anders. Jeder hat andere Wörter, wo er allergisch reagiert oder total toll drauf reagiert. Ich finde es Ich weiß sowas wie muss. Du musst jetzt mal eine To-Do-Liste schreiben. Ja. Ist Käse, oder? Genau, blöde Idee. Ja. Und das Wichtigste ist aber, wir nehmen eben Ratschläge, wenn wir bei dem Wort einfach bleiben möchten. Manche sagen ja, Ratschläge sind auch Schläge und wir wollen ja nicht schlagen jemanden. Ne? Wir machen vielleicht einen Vorschlag, ist genau dasselbe. Wir machen einen Ratschlag, dann sagen wir, ich habe eine Idee, vielleicht habe eine Idee, sowas, wie du es vielleicht verbessern könntest. Also auf alle Fälle ist es so, wir nehmen sowas gerne entgegen, wenn wir tatsächlich auch selbst den Wunsch verspüren oder wenn es uns selbst wahnsinnig interessiert. Nun ist die Frage, interessiert sie das wirklich und hat sie da wirklich für sich einen Verbesserungsbedarf? Und wenn es sie nicht interessiert, dann kannst du wunderbar reden und labern und hast dann sehr schön deinen Ratschlag eben und das Volk gebracht, aber dann setzt sie es vielleicht nicht um. Vielleicht irgendwann, vielleicht aber auch nie. Und wenn ich mache es nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt, so Ende des Jahres, aber wenn man das Ende des Jahres dann machen wollte, um das Jahr zu beschließen, sondern was ich dir immer schon mal sagen wollte. Ja. Ich bin ja ein Freund davon, kein Coaching ohne Coaching-Auftrag. Und ich gebe den Leuten keinen Tipp, ohne dass ich das Gefühl habe, sie möchten den. Und nicht, weil ich so ein Samariter bin, sondern einfach, weil es verschwendete Lebenszeit ist. Noch einmal, wenn ich etwas sage und die Person will es gar nicht hören, es interessiert sie gar nicht, da geht es 1 Uhr rein, 1 Uhr wieder raus. Und deswegen... Aber wo ist der Coaching-Auftrag? Also jetzt bei dieser Kollegin, die ich habe, wenn die zu mir jeden Tag eine halbe Stunde zu spät in den Feierabend geht, also immer eine halbe Stunde hinten dran, ist das schon ein Coaching-Auftrag an mich? Nee, Coaching-Auftrag wäre, dass sie dich fragt, Arne, ich mache jeden Tag, bekommst du ja mit, eine halbe Stunde zu spät Feierabend. Ich weiß nicht, wie ich es hinkriegen soll. Hast du eine Idee? Okay. Und dann kannst du sagen, ja, wie wäre es mit der To-Do-Liste? Also, ne, es ist, wenn jemand fragt, dann hat er ein ernsthaftes Interesse. Kann ich mir das auch einfordern, dass sie fragt? Genau, kann ich zu ihr sagen, brauchst du da eine Idee von mir? Richtig, genau. Okay. Oder eben anders und also noch aktiver, dass du eben einfach sagst, du, mir ist übrigens in letzter Zeit eine Sache aufgefallen, die du vielleicht verbessern könntest. Vielleicht, dass du früher in den Feierabend kommst.
Ich möchte es aber dir nicht einfach nur so ungefragt um die Ohren hauen. Also ich habe diese Idee. Wenn du willst, komm einfach morgen oder in den nächsten Tagen irgendwann auf mich zu, frag mich nochmal und dann sage ich es dir, wenn du es wissen willst. Wenn nicht, ist auch völlig in Ordnung. So, und wenn sie dann nämlich kommt und sagt, Mensch Arne, ich will natürlich wissen, was du gestern da als Idee hattest, dann ist sie ja aktiv gekommen. Es ist praktisch ein Ich will von der anderen Seite und dann nimmt sie den Tipp auch viel eher an. Und wichtig ist eben, und wenn sie eben nicht fragt, dann sag es ihr bitte nicht. Also das ist so mein Vorschlag, weil es einfach verschwendete Lebenszeit ist. Und wenn aber dann die Mitarbeiterin dann eben sofort sagt, ach Quatsch, mach mal hier nicht so Humbug, erzähl es mir doch sofort, dann sagst du eben einfach, nee, denk ruhig drüber nach. Okay, ja. Definitiv, weil das, ich habe früher eben häufig so, auch nach dem Vortrag dann den Leuten so gesagt, so hey, ich habe eine Idee, toller Vortrag, ich habe eine Idee, wie du es vielleicht noch irgendwie besser machen kannst, möchtest du jetzt hören? Und die dann so, ja, gerne. Ich meine, aber was sollen die sonst auch antworten? Ja, ja, na klar. Das ist ja schwierig dann zu sagen, mir ins Gesicht zu sagen so, ne, also nicht, weil ich es bin, sondern einfach, weil es natürlich schwierig finde, jemandem Nein zu sagen. Und daher finde ich es eben schöner, jemandem die Option zu lassen. Du kannst ja auch theoretisch sagen, Mensch, ich bin jetzt auch unter Zeitdruck, ich muss jetzt auch weg, aber weißt du, wenn du Interesse hast, sprich mir doch die nächsten Tage an. Und wenn sie dich nicht darauf anspricht, dann würde ich es auch nicht mehr ansprechen und dann bedeutet, sie will es nicht wissen und du hast ihr dadurch eine schöne Hintertür gelassen und euch beiden Zeit gespart. Ein schöner Ratschlag von dir. Ach nein, sehr das gerne. Heißt ja Idee. Eine schöne Idee. Eine schöne Idee. Nein, ich nehme auch gerne den Ratschlag. Komm, es ist so, ich weiß ja, dass du es nicht wie ein Schlag meintest. Dösch! Nein. Genieß den Samstag. Schönes Wochenende. Bis morgen. Gut reden kann jeder. Gut reden kann jeder.